Okay, ich habe mehr Blut übrig. Mein Sera ist weg. Your blood will be mine. Touché. Jetzt kann ich mich heilen, jetzt kann ich sie beißen. Jetzt ulte ich sie. Ja, und jetzt bin ich vergiftet. Jetzt muss ich mich heilen. Oh, sie ist gestunt, aber ich kriege keine Ausdauer mehr. Gar nicht. Jetzt hat. Nein, 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 nein! Ja! I beg you, wait. What? I don't want to die. Okay, er ist schon krass entstellt. Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now. You fancy me then, Doctor? Nein. No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Ja, ist sie. Sweet and tender. To me, yes. Oh ja, auf jeden Fall. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said that I did not come here to kill you. Yes. Hmm. But I realize now the threat you embody must be stopped. Boah, wie, ich muss noch mal gegen die kämpfen. Will I be remembered? Will you? You ja. The greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Sie verbrennt sich einfach. Okay. Ist das ein Trick? Farewell. Ist das ein Trick? Bravo! So dramatic! I love it! McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. Noch nie, jetzt muss gegen die auch noch kämpfen. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Okay. I should probably leave the theater right now. Okay, erstmal sollte ich mich ein bisschen heilen. Das Theater verlassen. Wie ist locked? Ach so. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Okay. Durch die Tür geht's raus. Okay, da vorne nehme ich natürlich den Loot da hinten mit. Ich hab's schon glänzen sehen. Da ist noch ein Buch. Jetzt noch hier. Zack. Es gibt natürlich noch was zu lesen. Neues Tagebuch von Doris Fletcher. London, 24. Oktober 1918. Bald stehe ich wieder auf der Bühne, denn meine Proben sind fast vorbei. Meine Lakaien sind um mich herum versammelt und bereit, jeden meiner Befehle auszuführen.
Schon bald kehrt mein Publikum zurück und wird bereitwillig meine Kunst bejubeln. Die Jungen, die Schönen, mein gesundes Publikum. Die Leute werden zu ihren Familien, in ihre schönen Häuser und ihre glücklichen Leben zurückkehren. Verzückt von meiner Darbietung, schockiert von meiner Maskerade, berührt von meiner Anmut, von meinem ansteckenden Vermächtnis. Sie werden die Krankheit der Reihe nach verbreiten und sich verwandeln. Und ich werde wieder ihre geliebte Königin sein. Und sie werden mir niemals vergeben. Und ich werde mich für den grausamen Streich rächen, den mir das Schicksal gespielt hat. Okay. So, entkomme aus dem Theater, dann machen wir das doch. People want me dead. I need to leave now. So, das ist schon mal ein Kaplan. Wo bin ich? Ah, ich bin jetzt zu der Tür raus. Hier. Ah, ja, ja, ja. Ich weiß, wo ich bin. Wo ist der Kaplan? Hinter der Wand? Ja, ach, das ist der unten. Okay. So, wo muss ich jetzt hin? Einfach nur entkommen. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Okay. Ah ja, und natürliche Selektion. Unterstütze den Askalon. Oh, wir haben gute, über 2000 Erfahrungen bekommen. Davor sind noch mehr Private-Leute. Erstattet dort Redgrave Bericht über Doris Fletcher. Jo. Die Louise, schätze ich mal, finden wir jetzt immer noch nicht. Dr. Swansea, können wir da reden? Da oben, da kommen wir halt jetzt erstmal ewig nicht hin, Whitechapel. Ich könnte natürlich schauen, ob wir hier... Ach so, hier kommen... Warte mal. Ach, verpackt so. Bürgermenü, ne, Pembroke, Whitechapel. In Whitechapel haben wir ja die zwei Erkältungen, die wir behandeln wollen. Da könnten wir theoretisch direkt hoch. Oh ja, das machen wir. Tür wurde aufgeschlossen. Shortcut. Das sind Ratten. Und da läuft jemand. Erstmal die Ratten. Die snacken wir uns. This is despicable. Ach, auf zu jammern. Du bist ein Vampir, du bist unsterblich. I have this thirst for blood. Ja, jetzt kann man. Jetzt kann ich mich nämlich heilen. Oh mein Gott, ich muss das echt zweimal benutzen. Warte, ich muss nochmal hier um die Ecke. Jetzt hat. So, da sind wir wieder voll geheilt. Jawohl. Fühl mich gleich wieder viel sicherer. Oh, Loretta. Zu wem müssen wir eigentlich nochmal? Wir müssen zur Shaoshun und zum... Ah ja, zum Nizakot. Der Nizakot war mit Petrescu. Ah. Da ist der Petrescu. Ist der Bates. Ach, verdammt. Da vorwärts rechts. Wo waren die Shaoshun? Hier. Ah ne, es sind Lewis und Peterson. Die Popper. Verdammt. Ich will mich auskennen würde. Ach! Ach verdammt. Ach, da. Der Nizakot, das war der, der was hinten am Friedhof ist. Oder? Genau, der aus die Camellia mag. Hier, das ist die andere Gruppe. Die Shaoshun, ich habe keine Ahnung, wo die wohnt.
Aber dann muss ich hier einmal, warte mal, kann ich da vorne einfach durchgehen? Eventuell so durch den Tor. Hier oben ist der Darby. Aber hier. Und einfach nur hier einmal um die Kapelle rum. Verdammt. Oh, hier kann ich hoch. Bringt mir das irgendwas? Kann ich da irgendwo weiter hoch? Nee. Das bringt mir legit gar nichts, da hoch zu können. So, aber hier kommen wir jetzt rein und hier hinten ist der Nizzacott. Jawohl. Good evening, Mr. Nizzacott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Ja, so weiß ich schon was über dich. Du hast Erkältung. Medical attention, sir. It may be wise to let you prescribe something. I don't feel like I should. Warum kann ich den... Ich hab die Warte mal. Was? I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Also er hat es doch genommen, oder? Ja, lol, es war einfach nur verpackt. Es war einfach nur verbuggt, wirst du mich komplett trollen? Ah, hier ist Camellia. Müsste ich nur noch die andere finden. Keine Ahnung mehr, wo die wohnt. Jetzt habe ich gar keine Ahnung. Aber. Zack. Ja, ich habe halt echt keinerlei Ahnung, wo Schauschuhn ist. Aber wenn wir eh schon da sind, können wir jetzt zu ihm auch hochgehen und die nächste Seite bringen. Au, hey. So. What? Jetzt reicht's mir aber mit dir hier. Heib ihn nochmal, beiß dich und dann bist du. Dann wirst du einfach gedownt hier. Gibt es dann in die Fresse und dann hau ich dich weg. Au, ich hab gesagt, ich hau dich. Ist ja auch so schnell zu sein. Ich kann ihn halt nicht mal parryen. Alter. Ich kann nicht dodgen, ich kann nicht parryen, Alter. Das ist auch das Problem, was ich mit dem anderen hab. Der ist einfach zu schnell. Die sind einfach zu schnell. Der war hart underleveled gegen mich, aber der war einfach zu schnell. Ist die Schau schon? Eiert die noch am Friedhof rum? Keine Ahnung. Kann ich einfach. Ja. Good evening, Mr. Swanra. Is it you, Dr. Reed? Please come in. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Ja, ich bin der Brave. For you, Doctor? Und der Fool. Noch eine Seite. Another page of the diary, Mr. Swanra. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stone. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Okay. To a log in Whitechapel. Situation evolving in Whitechapel these days. I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick,
and my lock is solid. Okay. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Ich. You're feeble. Wo? Oh nee. Fuck it. Bam! Nervigen Eckhunds. Ne, was er wie lange sagt, dass ich so von wegen bringen sie ihm die Notizen. Warte, das teste ich jetzt nochmal gleich. Ich gehe direkt nochmal zu ihm rein. Good evening, Mr. Swanborough. Is it you, Dr. Rick? Yeah. How do you see the world these days? So. What can I do? Nee, ich kann ihm nicht noch eine Seite geben. I'll leave you now. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. So, wo sind wir jetzt bei der Mission? 3 von 4. Ich weiß nicht, ob ich 3 von 4 abgeschlossen habe oder ob ich die dritte von 4 finden muss. Wahrscheinlich muss ich die dritte von 4 finden. Das wird mal verfolgt, weil den kann ich eh nicht machen und den, naja. Und das heißt, wir sind jetzt aber hier. Boah, ich weiß ja echt nicht, ob die hier irgendwo wohnt. Oder ob die in Whitechapel jetzt ist. Ich bin halt komplett aufgeschmissen. Ich gehe erstmal hier wieder zum Dr. Swansea und dafür laufe ich über den Friedhof. Haben wir so spontan entschieden. Komme ich hier durch? Ja, komme ich. Ja, ja, alles gut. Ich gehe einfach. Warten, ich kann mich kurz heilen, damit ich wieder safe voll bin. Lalala, wir müssen einmal über den Friedhof hier durchqueren, dann zum Dr. Swansea. Halt doch, da geht's weiter. Ja, da vorne ist der Ausgang, meine ich. Jedenfalls sehr torbogenmäßig aus. Das Cemetery. Oh, fuck! Ups. So, kurz noch die Karte schauen. Ja, ich laufe genau richtig. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus, wie ich laufe. Sehr gut. Ich höre was nicht so geil ist da oben. Das ist Level 12 Blinzler. Erstmal noch eine Ratte gönnen. Despicable. Da geht's raus. Ich habe wieder irgendwas gehört, was ich sehr nach einer Bestie eventuell angehört habe, da hinter mir. So eine wilde Bestie, die was gefressen hat. Ihr seid mir erstmal egal, ausnahmsweise. Chasen die mich? Ich geh einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Geh weg von mir. Wo will ich überhaupt hin? Jetzt habe ich ihn abgehängt. Achso. Pembroke Hospital. Jetzt, da ist mein Krankenhaus. Mein Gott, ich wenn Orientierung hätte.
Ich meine, bei DayZ war das nie ein Problem. Da bin ich super klar gekommen bei der DayZ-Mod, aber hier. It's locked, alright. It's locked. Locker ist locked. Dann können wir direkt hoch. Ah, da ist die Rezeption. Ja, nice. Erstmal hier noch ein bisschen gönnen. I cannot enter. Okay, natürlich, die kann ich durchkommen. Hier ist Dr. Swansea. Wir. Du hast was für mich zum Reden. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My, my. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. Yeah. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Ah, yeah. Courtesy visit. Yes. And no. She was en route to the docks, I think. Following a lead concerning your maker. Okay. So nach meinem Schöpfer. Beziehungsweise Doris Fletcher. The source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Hm. Glücklicherweise wurde sie flammenverzehrt. Sie war ein stark mutierter Skell. Doris was a heavily mutated Skell. Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. Hmm. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Ja, das würde ich auch sagen. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except perhaps. It reminds me of an old report from Brotherhood. Ach, wirklich? Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. They called them Icors. Okay, Icors. Interessant. Die Musik ist auch gut. Okay, aber wie ist die Lage hier? How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. Okay. I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend.